Zwischen 1956 und 2005, über zwei Generationen, tobte im Sudan mit einem Unterbruch von 11 Jahren ein grausamer Bürgerkrieg. Unbemerkt von der Völkergemeinschaft fand im Süden des Landes eine Tragödie statt, die das Ausmaß der Not von Darfur oder Ruanda um ein Vielfaches überstieg. Der schwarzafrikanische Süden wurde systematisch geplündert. 200.000 Mädchen und Knaben wurden versklavt und über 2 Millionen Menschen kamen ums Leben. Joseph Ayok wurde in Malek Alel geboren. Er gehört zum schwarzafrikanischen Volk der Dinkas. Mit etwa 3 Millionen Einwohnern sind sie die größte Volksgruppe im Südsudan. Joseph vertrat den Sudan an den Olympischen Spielen und an den Weltmeisterschaften im 3000 Meter Hindernislauf. Er war auch afrikanischer Meister im Hochspringen. 1984 ging Joseph nach England, um die Sprache zu studieren, wo er seine zukünftige Frau Karin Löwenberg aus der Schweiz kennenlernte. 1999 wurden ihnen 2 Mädchen geschenkt. Noch während des Krieges im Jahre 2000 gründeten Joseph und Karin Ayok Löwenberg das christliche Hilfswerk Under Tree Schools in England. Eine ermutigende Geschichte der Hoffnung beginnt. Bis zu 1000 Kinder werden im Schatten von Bäumen von ca. 30 Lehrern unterrichtet. Bei gelegentlichen Kriegshandlungen bringen sich Kinder und Lehrer im Busch in Sicherheit. Mit dem Friedensvertrag im Jahre 2005 rückt der Traum vom Aufbau eines unabhängigen Südsudans in greifbare Nähe. Jetzt kommt die Zeit für den Aufbau von festen Schulgebäuden. Nach verschiedenen Vorabklärungen beginnen im Januar 2007 erste Bauarbeiten. Schwertransporte mit Zement und Wellblech sind von Kenia aus über mehr als 1000 Kilometer unter schwierigsten Bedingungen unterwegs nach Malek Alel. Im April 2009 besucht eine Delegation aus England und der Schweiz das erste Mal das werdende Projekt. Wir werden von Joseph und seinem Team auf dem Schulgelände herzlich begrüßt. Nach einer warmen Nacht lernen wir den Schulleiter Elias Anei und sein Team kennen. Im fertiggestellten Klassenzimmertrakt mit 4 Schulzimmern finden sich die ersten Mädchen in ihre neuen Schuluniformen ein. Sie füllen die neuen Schulzimmer mit Lärm und Leben. Schon bald wird hier der erste geregelte Schulunterricht stattfinden. In diesem Gebäude befindet sich der Aufenthaltsraum der Lehrpersonen. Er ist kurz vor seiner Fertigstellung. Mit einer raffinierten Deckenkonstruktion wird das große Runddach des Gebäudes gestützt. Mit dieser Verbindung ist es möglich, 2 kurze Teile zu einem langen Balken zu verlängern. Der Hagbau um den Lehrerbezirk ist schon fortgeschritten, aber noch nicht ganz fertiggestellt. Er bietet Schutz vor Tieren, Wind und Menschen, die sich ins Gelände verirren könnten. Wo Wasser ist, ist Leben. Im Jahr 2008 wurde der Brunnen bei der Schule gebohrt. Der Brunnen versorgt viele Menschen in der Umgebung mit Wasser von guter Qualität. Das Bohrloch und die Handpumpe sind ein Ort der Begegnung. Musik.
Wir erleben diese Tage einen spürbaren Wetterwechsel von der heißen Trockenzeit in die beginnende Regenzeit. Kurze, heftige Sandstürme und einzelne Regengüsse wechseln sich ab. Die Moskitos halten sich noch zurück und die Schlangen warten noch auf mehr Regen. Darüber waren alle froh. Sanftes Grün beginnt zu sprießen. Es wird teilweise Manneshöhe in der Regenzeit erreichen. Der Generator versorgt die unentbehrlichen Elektrowerkzeuge und spendet am Abend Energie für das Licht. Heute ist der 24. April, die offizielle Schulhauseinweihung. Der große Tag wird mit viel Spannung erwartet. Fleißig werden Lieder geübt. Das Eröffnungsband wird für den großen Augenblick montiert. Und dann kommt die Vorhut der Begleitung von Paul Nalong Awan Anai. Paul Nalong Awan Anai ist der Minister von Northern Bar Elgasal, eine von 10 Provinzen im Südsudan. Die Größe von Northern Bar Elgasal beträgt etwa 75% der Fläche der Schweiz, während der gesamte Südsudan etwa 6 bis 8 Mal größer ist als die Schweiz. Hier wird zu Ehren der Schuleröffnung ein neuer Baum eingepflanzt. Die Berufsausbildungen, zum Beispiel in Landwirtschaft, Veloreparaturen, Gesundheitspflege, Schneiderei und anderes mehr soll aufgebaut und eingeführt werden. Nach Jahren des Krieges geht es nicht nur um schulische und berufliche Fertigkeiten, sondern vielmehr auch darum, dass die Kinder und Einwohner von Malek Alel entdecken, was Gott alles an guten Gaben in sie hineingelegt hat und wie sie diese Fähigkeiten zum Blühen bringen können. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Jeremia 29,11. Ross Collins, Rudolph Broadcasting Company, reporting from Malek, Southern Sudan.